Willkommen zu unserem Adoptionsdonnerstag. Heute ist unser erster Tag bei SOS Animales, wo wir hingehen werden, werden die ersten Hunde evaluieren, einen auswählen, den wir euch dann näher vorstellen und so versuchen werden, möglichst bald und schnell ein neues Zuhause für ihn zu finden. Von daher freut euch auf das, was kommt. März 2013 bei uns schon, viel, viel zu lange Zeit. Ja, ist eine Schäferhündin, die vorher in der städtischen Auffangstation in der Municipal gesessen hat, die wir dann übernehmen konnten. Ja, eine tolle Hündin. Also ich kann nur jetzt aus meiner Erfahrung sagen, dass ich sie für sehr menschenbezogen halte. Sehr verschmust auch, allerdings auch sehr aktiv. Mhm. Sie spielt auch sehr gerne, ist mit anderen Hunden durchaus verträglich. Katzen müsste man noch mal genau austesten. Manchmal klappt das sehr, sehr gut. Manchmal möchte sie hinterherlaufen.
Sie hat so grob das Hunde-1x1 drin. Das heißt, auf Sitz und so weiter reagiert sie schon. Super. Spielen macht sie auch ganz gerne. Ja, dazu sagen muss man noch, Blackie hat Leishmaniose. Sie ist gut eingestellt, sie wird mit Allopurinol behandelt, was sehr gut anschlägt bei ihr. Yeah. Und sie hat, wie das bei vielen Schäferhunden halt ist, Arthrose. Okay. Ja. Das, weißt du, wie schlimm? Das ist auch manchmal jahreszeitabhängig, sage ich mal. Wenn jetzt dieses feuchtkalte Wetter ist, dann hat sie schon mehr Probleme beim Laufen. Dreh dich mal um, meine Süße. So. Genau. Zeig dich von deiner schönsten Seite hier. Ansonsten, du siehst ja jetzt, also sie ist sehr aktiv, sie spielt sehr gerne, sie kann sich eigentlich ganz gut bewegen. Ball spielen und so geht auch. Allerdings neigt sie dann natürlich dazu, sich zu übernehmen und das rächt sich dann nachher. Okay. Das hatten wir in Karnes aber, wir sind in Karnes gewesen in der Klinik mal zum Röntgen und zum Gucken, ob alles okay ist, hat man mir gesagt, dass man das durchaus mit gutem Futter wirklich gut regulieren könnte und auch positiv beeinflussen könnte. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Okay. Weil meiner Erfahrung nach kann man gerade an dem Bereich sehr, sehr viel tun, was die Ernährung betrifft. Aber das schauen wir uns doch an. Ja. Tu ihr mal einen Gefallen, wenn sie ja gerade aus dem Zwinger kam, mach sie einfach mal los, okay. Dann können wir uns noch kurz unterhalten und sie kann einfach mal eine Runde toben. Mhm. Bewegungsdrang hat sie, ist natürlich immer vorhanden, gerade wenn die Hunde lange Zeit im Zwinger sind. Und ja. Ich habe gesehen, so viel ihr auch für die Hunde tut. Ihr habt große Auslaufbereiche. Du hast mir im Vorfeld erzählt, Blackie würde immer mal wieder diesen Tick zeigen, dass sie sich um sich selbst dreht, ihren Schwanz jagt. In welchen Situationen ist dir das aufgefallen, beziehungsweise wie bist du darauf aufmerksam geworden? Das macht sie eigentlich seit Anfang an, seitdem sie hier bei uns ist. Was vorher war, wissen wir nicht. Ich habe das Gefühl, dass es vielen Situationen ist, wenn sie sich langweilt, wenn sie überhaupt keine Beschäftigung hat, sich nicht wohlfühlt in ihrer Haut, dann fängt sie an, zieht sich teilweise dafür in ihre Hütte zurück, dreht sich da, nicht auf eine aggressive Art, sondern wirklich ganz langsam und versucht, auch nicht aggressiv ihren Schwanz halt zu kriegen. Okay. Wenn du sie dann rufst oder ablenkst, hört sie auch wirklich sofort damit auf. Also ist es weniger ein Tick, sondern scheint mehr ein Ausdruck von Langeweile zu sein, möglich. Beziehungsweise von nicht ausgelastet sein, Frustration etc. Was in einem Tierheim natürlich ganz normal ist, weil ihr tut sehr, sehr viel. Aber man kann nicht für, wie viele Hunde habt ihr momentan? 50? Ich glaube 45. Ja, 45 Hunde. Wie willst du da jedem Hund jeden Tag gerecht werden? Nee. Ist ein Ding der Unmöglichkeit. Nee. Aber dafür sind wir heute hier, um den ersten Schritt zu gehen in die Richtung, wir versuchen, so schnell und so gut wie möglich Hunde zu vermitteln. Und deswegen gucken wir uns jetzt einfach mal eine Runde genauer an. Ja, okay. Super. Super. Ihr feines Mädchen. Super. Nein, das ist nicht für Pferde. Super. Super. Das heißt, das Erste, was ich in so einer Situation immer mache, und das mit möglichst kurzer Leine, ist einfach zu sagen, lass uns miteinander kommunizieren. Weil sie ist jetzt natürlich, wie du so schön gesagt hast, aus dem Zwinger raus, jetzt ist erstmal alles neu. Dann sind noch Katzen unterwegs, man hört die anderen Hunde, es ist unglaublich viel Aufregung. Das heißt, hier frage ich sie jetzt in erster Linie ab, wie sieht es aus, können wir einfach mal miteinander kommunizieren, damit wir anfangen können, eine Verbindung aufzubauen. Was es mir natürlich dann sehr viel leichter macht, den Hund auch zu beurteilen und hinzugehen und zu sagen, hey, man sollte ein aktiver Mensch sein, es ist in Ordnung, wenn man ein ruhiger Mensch ist, der Hund braucht einen Garten, der Hund kann in eine kleine Wohnung und so weiter. Was ich bei dem Hund jetzt natürlich nicht sagen würde, aber wir schauen uns mal an, wie wir jetzt miteinander die Kommunikation beginnen können. Blackie. Was ich noch vergessen hatte, 5,5 Jahre alt ist sie. 5,5? Das ist richtig zu wissen. Ja, perfektes Alter. Da ist man aus dem Gröbsten raus und kann anfangen, sich aufs Wichtige im Leben zu konzentrieren. Blackie.
Du siehst hier super, super schön, wie schwer es ihr fällt, sich irgendwie zu konzentrieren. Ja? Jedes Rascheln, was sie irgendwo hört, jede Bewegung, die sie sieht, die kommt natürlich jetzt direkt und bringt in irgendeiner Art und Weise eine Reaktion von ihr. Deswegen gehe ich an dem Punkt hin, arbeite locker, aber mit kurzer Leine, damit sie sich einfach mal erst an dieses Miteinander gewöhnt und aus diesem Miteinander dann im Prinzip anfangen kann, das Vertrauen zu schöpfen. Ja? Weil ich kann natürlich nur mit einem Hund arbeiten, wenn er die Bereitschaft hat, mit mir zu arbeiten. Ja, daran siehst du jetzt schon sehr, sehr schön ein einfacher Hund, aber dennoch ein Hund, der ganz, ganz wichtig Regeln und Grenzen braucht. Weil ansonsten wird sie definitiv probieren zu übernehmen. Du siehst es schon, wenn ich jetzt mit ihr laufe, sie kommt nicht dahin, wo sie will. Okay. Sie versucht hintenrum, zwischen die Beine, wie auch immer. Das heißt, ihre Position irgendwie beizubehalten. Und das ist natürlich eine Sache, ist es nicht, wie viele Menschen sind ja auf der Suche nach der berühmten Couch-Potato. Ja? Das ist definitiv keine Couch-Potato, sondern Arthrose hin oder her, der Hund muss gearbeitet werden. Sie will, ne? Und es gibt ja viele Möglichkeiten, einen Hund auch mit wenig Bewegung zu arbeiten. Eine Sache kann ich dir gerne gleich zeigen. Hier siehst du aber jetzt sehr, sehr schön den Schäferhund. Das heißt, das ist eine Sache, diesen Kontakt, wenn es sich für ihn lohnt, den du normalerweise ganz, ganz hart bei vielen Rassen erarbeiten musst, kriegst du von ihr. Ja. Das heißt, das ist ja dieses typisch, wo jeder so neidisch drauf ist, bei Malinois, bei Schäferhunden, nur dieses Anhimmeln, wie man so schön sagt. Becky! Guck mal. Ja, bei mir muss man für Essen arbeiten, ne? Ja, super. Becky! Super! Ja, fein! Lecki! Ja, spielt sie toll! Also um deine Frage zu beantworten, Katzenproblem, interessiert ja, aggressiv null. Ja. Das heißt, es kommt eher so dieses Abfragen, was soll ich jetzt hier eigentlich gerade machen? Und von daher, also dann eher der Gruppenzwang, wenn sie mitläuft mit den anderen im Gehege. Dann kommt Rudelverhalten. Dann kommt Rudelverhalten, einer sagt an, einer legt los. Ja. Du siehst ja, die Katze, die sagt jetzt, traue ich nicht zu 100%, ziehe ich mich zurück. Das heißt, Katze ist auch noch in Bewegung. Du hast aber null Reaktion von Hund. Sie steht da, ist entspannt am Wedeln. Wedeln heißt nicht immer freundlich. Wedeln kann, wenn es schnell geht, auch diese typische Klapperschlange sein, bevor sie zuschlägt. Das heißt, an dem Punkt geht es wirklich darum zu sagen, okay, ich kann mit der Situation umgehen. So, meine Lieben, das ist Blackie. Von meiner Seite aus ein Hund, der super, super folgsam werden kann. Ja, hat sich also sehr, sehr schön gezeigt. Wir können nicht sagen, dass er in irgendeiner Art und Weise reaktiv wäre auf Hunde oder auch auf Katzen. Definitiv ein Hund, der gearbeitet werden muss. Wir haben es schön gesehen. Ich hoffe, es ist auch auf dem Video mit drauf. Dieses Kreisen, also diesen Tick, den sie hat, hin und wieder ihren Schwanz zu jagen, der kommt auf, wenn Nervosität da ist. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall auch einen Hundeführer, der eine gewisse Sicherheit ausstrahlt. Eine Sache, die mir persönlich ganz, ganz wichtig ist,
dieser Hund braucht einen Hundeführer, der bereit ist, den Hund zu arbeiten. Zu arbeiten heißt nicht nur mit dem Hund ein- oder zweimal am Tag rausgehen, sondern dem Hund etwas von seinem Naturgegebenen zurückzugeben, mit der Nase zu arbeiten, Suchspiele zu machen und vieles mehr. Wir wissen, sie hat Leishmaniose, sie hat Arthrose, ist aber eine Sache, muss für einen Hund nichts Negatives sein. Das heißt, an diesem Punkt können wir davon ausgehen, gerade die Leishmaniose lässt sich super gut über Medikamente behandeln. Wenn wir die Möglichkeit haben, dem Hund gutes Futter zu geben, dann ist das eine Sache, die die Arthrose zu einem Großteil auch in den Griff bekommt. Ja. Es kostet auch nicht viel Geld. Anke, helf mir ganz kurz, was kosten ungefähr Medikamente bei der Leishmaniose? Allopurinol ist hier eingestellt, ca. 600 Milligramm am Tag im Moment. Ich glaube, da reden wir von noch nicht mal 10 Euro im Monat. Also das ist wirklich vielleicht 12, ich weiß nicht genau, aber ist nicht viel. Sind es 10 Euro, sind es 20 Euro? Es ist definitiv nicht die Welt. Nein. Für Arthrose wird sie derzeit sowieso nicht behandelt, weil es gibt auch keinen Grund dazu. Ordentliches Futter würde da voll und ganz ausreichen. Ja. Dann kriegt man schon sehr, sehr viel hin. Kastriert ist sie bereits. Also es spricht nichts dagegen, wenn man eine Liebe zu den Hunden hat und vor allen Dingen auch mit einem Hund arbeiten möchte. Ja? Bei diesem Hund hat man einen super, super Fang gemacht, weil sie ist von Natur aus schon sehr ruhig, sehr liebenswürdig und vor allen Dingen sehr folgsam. Das heißt, sie möchte gefallen, sie möchte lernen. Ja? Wenn man hingeht und diesem Hund auf der einen Seite ein wenig Bewegung und ganz viel Arbeit im Kopf gibt, ein super Familienhund. Ja. Steht für mich außer Frage. Ja. Deswegen, Blacky, noch einmal, wink in die Kamera und sag, bitte adoptiert mich. Ja.